Während ich dieses schreibe, ist bereits der Keller und der Laden leer. Ich sitze zum letzten Male in meiner halb ausgeräumten Stube und wehmütig gedenke ich der Zeiten, in denen ich als Kind auf meines Vaters Schoße im gleichen Raum gesessen habe. So schließe ich denn dieses Buch mit dem Gelöbnis, wie und wo ich mir auch ein neues Leben aufbauen werde. Dieses Ganze stets auf der Grundlage eines anständigen und ehrbaren Kaufmanns geschehen wird, so wie ich es von euch, ihr lieben Verstorbenen, gelernt habe. Stralsund, den 21. Juni 1938, Karl Blach, ehemaliger Inhaber der Firma Gebrüder Blach. Mein Name ist Friederike Fechner, ich bin in Hannover geboren. Nach der Schulzeit habe ich Musik studiert, ich bin Cellistin und unterrichte hier an der Musikschule und gebe Konzerte. Ich bin außerdem seit 2014 Bürgerschaftsmitglied hier im Stralsunder Stadtparlament und ich habe mich in letzter Zeit sehr mit der jüdischen Geschichte von Stralsund beschäftigt. Frau Fechner kam vor einigen Jahren zu uns ins Archiv. Ihr Mann und sie hatten kurz zuvor ein Haus in der Heilgeiststraße erworben und wollten es sanieren und sind dann bei ihren Recherchen darauf gestoßen, dass es sich über viele Jahre im Besitz der jüdischen Familie Blach befunden hat. Und Frau Fechner wollte einfach mehr über diese Familie herausfinden und hat uns um Unterstützung gebeten. Und daraus hat sich eben eine mehrjährige Zusammenarbeit entwickelt. In February of 2016, Friederike Fechner emailed me to ask if I, by any chance, was the great-grandson of Julius Blach. And she was trying to locate descendants in the United States. This email began a remarkable process of discovery or rediscovery for me and my family. Es hat sie unablässig dann beschäftigt und je mehr sie wusste, desto mehr wollte sie wissen. Teils durch Zufall, teils aber auch durch systematische Suche hat sie das dann herausbekommen, wie groß diese Familie ist und wie weit die reicht, eben von Tel Aviv bis nach Los Angeles. Naja, es war so, dass die Ereignisse sich multipliziert haben, dass ich dachte, ich muss es aufschreiben. Und daraus habe ich dann den Vortrag erstellt und das Zitat von Elie Wiesel an den Anfang gestellt. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und das Gegenteil von Erinnern ist nicht Vergessen, sondern Gleichgültigkeit. Und dem wollen wir einfach, den muss man heutzutage und immer entgegenwirken, dass man nie gleichgültig wird. Nach der ganzen Familienhausrecherche ist mir jetzt auch sehr wichtig, mit unserer Initiative zur Erinnerung an jüdisches Leben in Stralsund die Geschichte, die jüdische Geschichte von Stralsund stärker sichtbar zu machen und auch im Bewusstsein der Stralsunder Bevölkerung stärker zu verankern. She has worked tirelessly to make visible in her hometown of Stralsund the history of its Jewish community. She's done that not only through the restoration of the blockhouse, but through the placement of memorial stones and memorial markers throughout the city, through her involvement in public lectures and commemorative events. She has in her work, work that she has done in addition to a professional career as a musician, made countless numbers of people aware of a history that had been repressed or forgotten. And I have nothing but admiration for her.